sehr viele Fachkräfte von außen mit ins Boot geholt. Schülerinnen und Schüler, ältere Schülerinnen und Schüler haben jüngere Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Wir sind sehr zufrieden, weil wir den Eindruck haben, dass das wirklich angenommen worden ist. Zum Thema Vorurteile einen Workshop gemacht und habe mit den Gruppen überlegt, was denn Vorurteile überhaupt sind und wohin sie führen können, wenn alle Leute die gleichen Vorurteile haben, wenn sie hören, da kommt jemand aus einem anderen Land und alle haben die gleiche Idee und sagen, boah, die Leute da, die sind alle, die stinken alle oder sowas. Das Ergebnis war, dass die Gruppen mir gesagt haben, das war gut, da mal drüber nachzudenken, weil gerade in unserer Gesellschaft ganz viel passiert, dass Leute irgendwie schlechte Bilder von anderen haben und dann, genau, dass man einfach so ein Bewusstsein dafür bekommt, ne? Was passiert denn hier eigentlich? Genau. Und das hat Spaß gemacht. Habe ich nette Leute getroffen, die Lust hatten, über so Sachen nachzudenken. Beim Seminar haben wir ein paar Schauspielszenen zum Thema Diskriminierung gemacht und da eben auch wirklich schöne Ideen mit reingebracht und das sehr mit Leben gefüllt. Wenn ich das niemandem wünsche, aber man hat eben gesehen, dass jeder irgendwie schon mal Erfahrungen in puncto Diskriminierung gemacht hat. Die Jugendlichen haben top mitgemacht, haben sich auch eingebracht, eigene Ideen reingebracht und auch wirklich reflektiert, was wir gemacht haben und das Thema Vielfalt und Interkulturalität meiner Ansicht nach auch verstanden und können das so in ihrem Leben auch umsetzen. Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu dem Workshop Rassistische Werbung, wir können es besser. Anmacht und sagt so, guck mal, wie du aussiehst. Wo man andere Leute herabzieht, von der Herkunft her oder vom Aussehen oder der Religion. Für mich ist es, wenn man andere Leute aus anderen Ländern nicht respektiert und nicht akzeptiert, wie die sind. Wenn jetzt einer zu einem anderen sagt, du Schlitzauge, weil er heißt, anders aussieht. Oder die deutsche Kartoffel. Wenn ihr jetzt eine bestimmte Gruppe oder so Leute ausgrenzt oder ausgegrenzt wird von der größeren Gruppe. Einfach aus dem Weg gehen und einfach ignorieren. Weil am Ende wollen die sich ja nur damit provozieren. Man kann auch was lernen von den anderen Freunden, die Sprachen, wie die essen, wie die zu Hause leben. Es gibt eine Vielfalt an Kulturen. Ob wir Weihnachten, Ramadan oder Holi feiern, wir gehören zusammen. Tango. Es gibt eine Vielfalt an Interesse, ob man Fußball gerne spielt, singt oder. Wir haben alle Spaß zusammen, den weiß ich. Es gibt eine Vielfalt an sexuellen Orientierungen, ob man lesbisch, bi oder hetero ist. Wir lieben alle gleich. Shishi Pilek. Es gibt eine Vielfalt an Sprachen, ob man Kurdisch, Arabisch, Deutsch, Albanisch oder Persisch spricht. Wir verstehen uns alle. Tenawa. Es gibt eine Vielfalt an Religionen, ob man Muslim, Jude oder Christ ist. Wir lernen alle zusammen. Vielfalt. Es gibt Vielfalt an Herkünften. Ob man aus Türkei, Albanien, Slowakei oder Italien kommt, wir leben hier in der Schule alle zusammen. Schön bei euch.